Eigentlich bin ich ja fertig mit der Core Range von Glendronach, aber mit der Brennerei eben noch lange nicht. Es folgen noch 3 weitere Videos mit interessanten Abfüllungen von Glendronach. Und wir beginnen heute mit Forge, 10 Jahre alt. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. So, Glendronach. 10 Jahre Forge heißt das Teil. Und was für ein dicker Brocken das ist, denn es ist eine 1-Liter Flasche, die eigentlich für den Reiseverkehr hergestellt wurde in, ich glaube, irgendwie einer mehr oder weniger begrenzten Auflage. Hat 43 Volumenprozent Alkohol und kostet im Handel, wenn man kriegt es ganz normal im Handel, um die 55 Euro. Nicht kühl gefiltert und natürlich nicht gefärbt, wie immer bei Glendronach. Das heißt, das, was wir hier sehen, das ist die natürliche Farbe des Whiskys. Ja, das werden wir erstmal einschenken, aus der Flasche rauslassen und in das Glas hinein. Ich hatte mit meinen Whisky-Freunden haben wir eine schöne Runde gemacht zur Glendronach-Brennerei und haben eben neben den Standards dann eben auch noch 3 andere Abfüllungen verkostet. Die hat mein Whisky-Freund Martin beigesteuert und er war ganz Gentleman, der ist so nett und hat mir seine 3 Abfüllungen für die Videos jetzt zur Verfügung gestellt, so dass ich die euch ein bisschen vorstellen kann. Ja, dieser Whisky ist eine Mixtur aus Sherry-Fässern, Oloroso und Pedro Jiménez-Fässern. Und ich habe irgendwie vergessen, ich dachte, das wäre irgendwie... Stimmt das da, in welcher Auflage, wie viele Flaschen es letztlich davon gibt, aber habe ich vergessen. 10 Jahre alt und das ist ja ganz interessant, der ist also 2 Jahre jünger als der 12-jährige Standard Glendronach, der ja auch eine Mixtur ist aus Oloroso und Pedro Jiménez Fässern, aber da eine ganze Ecke weniger kostet. So, selbst wenn man hier den Liter runterrechnet, ist der hier, glaube ich, noch einen Tacken teurer. Da muss man ja gucken, rechtfertigt der das? Muss man nicht, aber machen wir so ein bisschen. Tja, was begegnet uns hier in der Nase? Kurioserweise spüre ich hier den Alkohol ein ganz bisschen, obwohl der ja nur 43% hat, während ja andere Glendronachs gut und gerne ihre 46% haben. Ist jetzt auch nicht unangenehm beißend, aber ein bisschen bilde ich mir ein, ihn doch zu spüren. Eine Fruchtnote ganz im Hintergrund. Und ich würde sagen, ja, das ist so diese Orange, die man bei Glendronach ja auch oft spürt. Mal gucken, dass ich ihn noch ein bisschen anwärme. Der ist noch vielleicht ein bisschen zu kühl. Denn wenn wir den Whisky ja anwärmen, da er also, ich sag jetzt mal so, Handtemperatur hat, ja, dann reißt er ja geschmacklich dann doch noch ein bisschen mehr.
Ja, also im Hintergrund, wie gesagt, habe ich so ein bisschen die Orange, aber im Vordergrund habe ich was anderes. Und das ist Toastbrot. Also kräftig getoastetes Toastbrot. Und das ist jetzt mit Sicherheit Blödsinn. Maronen, wie man sie aus vom Weihnachtsmarkt vom Rost kriegt. Das kann aber daran liegen, dass es gestern bei uns Maronensuppe gegeben hat. Von daher kann es sein, dass ich da durchaus ein bisschen noch drauf geeicht bin. Ja, also kräftig getoastetes Toastbrot, aber nicht Buttertoast, sondern ohne Butter. Also richtig nur frisch aus dem Toaster. Bisschen zu lange drin gelassen. Maronen vom Weihnachtsmarkt, Orange. Malzigkeit. Klar, auch so ein bisschen, also man merkt, es ist eine Sherryfassreifung, das merkt man auch. Ist aber jetzt nicht so, dass dieses Sherry-Aroma einen jetzt total erschlägt, sondern es sind tatsächlich diese. Also ich merke jetzt hier nichts dieser typischen Sherryfass-Aromen, Rosinen, weiß ich, Feigen, Datteln, sowas überhaupt. Dann wollen wir mal. Sehr vollmundiger Whisky. Saftige Früchte. Also diese so eine Saftorange. Das ist es schon. Jetzt kommt auch kräftig Sherry. Also dieses Sherry, ja, mit auch sogar so ein Anflug von Rosinen, würde ich sogar jetzt sagen. Süß auf der einen Seite, aber würzig auf der anderen Seite. Also, wenn man ihn doch eine Weile im Mund behält und dann erst runterschluckt, geht das natürlich erstmal wärmend hier die Kehle runter. Aber dann merkt man eben auch, hier läuft es kräftig zusammen im Mund. Speichelfluss ist da. Er ist doch ganz schön würzig. Und diese 43 Volumenprozente Alkohol, die reichen aber wirklich aus. Das müssen nicht mehr sein. Wieder mal ein leckerer Glendronach. Hat noch so ein bisschen, wenn man die Süße mal ein bisschen genauer nachvollzieht, ist das dieses Fudge, ja, dieses Toffee Konfekt, was man aus England kennt.
Jedes Mal bei einem Verkostungsvideo denke ich mir, Mensch, du musst doch mal Fatsch hier in greifbare Nähe dir reinstellen, weil kann ja sein, dass der eine oder der andere es vielleicht nicht kennt. Du kannst es mal zeigen und jedes Mal vergesse ich es, denke nicht mehr dran. Ich habe allerdings auch nur Whisky-Fatsch, also Fatsch mit einem gewissen Whisky-Aroma. Und das normale Fatsch habe ich gar nicht. Ja, den Abgang würde ich als wärmend auf der einen Seite und durchaus mittellang auch bezeichnen. Und ich habe wieder diese Orangenfrucht, auch jetzt nochmal so Orangenfrucht und Würze, das ist so das, was bleibt. Also ich finde das ein sehr, sehr leckerer Whisky, sehr angenehmer Whisky. Zu der Ausgangsfrage, brauche ich den, wenn es doch den 12-Jährigen gibt? Angeblich ja irgendwie gleiche Fässertypenreifung, 2 Jahre älter. Also ich finde auch, dass man durchaus merkt, das ist noch ein relativ junger Whisky, aber nicht auf eine unangenehme Art, also nicht irgendwie was Metallisches oder Sprittiges oder was, also sowas überhaupt nicht. Aber das ist ein junger Whisky, der noch was wilder ist, der nicht gesetzt ist. Das merkt man. So, braucht man den jetzt, wenn es den 12er gibt? Ja, ich finde deswegen ja, weil er anders schmeckt. Ja, er ist anders als der 12-Jährige. Also von daher ist das natürlich eine Berechtigung. So, und jetzt gucke ich nochmal gerade, ob hier irgendwas Sinnvolles steht. Nö. Eigentlich nichts Sinnvolles. Der müsste ja auch gemacht sein von Rachel Berry. Jawohl, Rachel Berry ist die Master Distillerin. Oder wie heißt es? Master Blender heißt es hier. Manchmal heißt es Master Distiller. Hier ist es die Master Blenderin. Eine der ganz großen Nummern in der Whisky-Branche. Ach, die Göttin der Malts. Ja. Sie hat damals die Nachfolge angetreten vom großen Billy Walker. Und ich finde, dass sie diesen Job verdammt gut macht. Sowohl bei Ben Riach als auch bei Glendronach und bei noch irgendwas, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Aber Glendronach, eine meiner absoluten Lieblingsbrennereien, wird also kompetent und adäquat weitervertreten durch Rachel Berry, die für ganz hervorragende Whiskys sorgt. Ja, dann werde ich dann nächstes Mal noch einen anderen Whisky verkosten. Da bin ich noch nicht sicher, welcher es jetzt sein wird. Wir haben noch im Angebot den Portwood und einen 11-Jährigen. Ich glaube, ich nehme den 11-Jährigen als nächsten, denn der ist in Pedro Ximenez-Fässern gereift. Dann wird das jetzt so, das nächste schließt sich ja hier irgendwie ganz sinnvoll an. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wäret. Und es würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren, solltet ihr diesen Whisky kennen, mögen oder weniger mögen, in den Kommentaren dann das mal äußert. Das würde mich sehr interessieren, denn ich kenne bis auf meine Whisky-Freunde, mit denen ich das zusammen damals verkosten durfte, kenne ich eigentlich kaum jemanden, der diesen Whisky kennt. Also von daher, und ich habe jetzt keine Lust, irgendwie da im Internet groß rumzurecherchieren. Wenn ihr ihn gekostet habt, dann schreibt doch mal, wie ihr den empfunden habt. Das wäre eine wunderbare Sache. Ich wünsche euch alles Gute. Vor allen Dingen bleibt gesund und denkt daran, der Whisky-Freund ist ein Genießer. Er säuft nicht, sondern genießt den Whisky in Maßen. Macht's gut. Bis dann.